Ja, die erste Frage, Corona, Covid-19. Wie findet ihr die Gesundheitsmaßnahmen, die der VfL eingeleitet hat für die Fans? Passt das nicht? Wir waren also schon gegen Pauli dort. Ja. Das ist so durchdacht und so strukturiert, dass die Gefahr, sich im Stadion anzustecken, geringer ist als in jeder Innenstadt oder sonst wo. Ja. So was Ordentliches gibt es nirgendwo. Ja, finde ich gut. Kann ich nur anschließen. Also das, was der VfL da im Ganzen entwickelt hat, das ist schon, und mit Abstimmung wahrscheinlich mit den ganzen Gesundheitsämtern und alles drum und dran, ist also super. Ob muss man auch nichts verbessern oder verändern, sondern ihr meint, das ist so tutti. Ja, top. Obwohl es natürlich traurig ist, nur 20% der Fans sind leider im Stadion. Ja. Das tut weh. Ne? Ja, das definitiv. Ist so. Leider. Aber dafür ja heute ausverkauft. 4.300 irgendwas sind ja da. Okay. Ihr habt es ja gegen Pauli mitgekriegt, Block A, und gegenüber in der Nähe vom Bobby-Block war natürlich super Stimmung. Die anderen haben leider nicht ganz so mitgezogen. Aber wie fandet ihr trotzdem die Stimmung, obwohl nur 3.000 ungefähr da waren gegen Pauli? Man hat ja den Vorteil, im leeren Stadion schallt es natürlich extrem. Hört man natürlich auch in anderen Stadien, wenn man im Fernsehen guckt. Und also die Stimmung an sich, klar, man kann es immer ausbauen, aber war schon fürs war erste schon schön, Mal, war schon mal wieder... Wieder schön, weil wir schon mal Gänsehaut mal wieder. Glaubst du? Hat Spaß gemacht. Ich wollte gerade fragen. Endlich mal wieder Fußball. Ich glaube, da waren alle begeistert und haben alle mitgefiebert. Ja, wir haben natürlich gesungen, ich glaube, und die Stimme war weg. Genau, und war ja auch ein tolles Spiel. Ja. Ja, bis auf die letzten 10 Minuten, die lassen wir da jetzt mal weg. Ging 2-2 aus, letztes Wochenende schlecht gespielt, aber gekämpft und 3 Punkte geholt. Wie habt ihr das Spiel gesehen, erlebt? Wie ist eure Meinung zu diesem Spiel? Einfach jeder, wer möchte? Ja, ist immer schwierig. War natürlich im Gegensatz zum Pauli-Spiel, wo man das Spiel eigentlich dominiert hat über 80 Minuten. Und dann hat man das Karlsruhe-Spiel gesehen, wo es dann phasenweise eine Abwehrschlacht war von unserer Seite aus. Hinterher mit 10 Mann? Ja, genau. Hinterher mit 10 Mann. Ja. War ja noch viel schlimmer. Dann hatten wir ja gar keinen Druck mehr nach vorne. Nee. Keiner wusste, glaube ich, warum, was da überhaupt passiert ist mit so einem Auswechselregel. Ja, ja. Das wusste ich auch kaum. Ja. Das war wirklich. Jetzt Osnabrück, super gestartet, gegen Hannover ein Bombenspiel gemacht. Hier hat keiner erwartet in der Fanszene. Kommen jetzt hier hin. 4 Punkte wie die Bochumer. Wie schätzt ihr die ein? Gehen die forsch drauf, wie sie es gegen Hannover gemacht haben? Weil die sind ja auch sehr laufstark. Ja, ist immer so im Großen und Ganzen, weil wir wahrscheinlich ein anderes Spiel haben als gegen Karlsruhe. Ja gut, jedes Spiel läuft nicht, eh genau, anders. Die nicht ganz so stark gestartet sind. Also wir werden natürlich mit einer Macht-Euphorie da ankommen und werden wahrscheinlich versuchen, unser Leben schwer zu machen. Ja. Wir haben gegen Osnabrück, glaube ich, noch nie verloren. Im Moment noch nicht. Wir hoffen, dass es so bleibt, dass 3 Punkte hier bleiben. Wir werden es schaffen. Ja. Genau. Ich möchte mal die letzten beiden Neuzugänge ansprechen, Chipsa, Nowotny. Vorher schon mal was davon gehört? Wenn ja, wie schätzt du die ein? Also, oder im Internet mal ein bisschen nachgeforscht? Ja gut, also gerade hier Chipsa, sage ich jetzt mal, Serie A gespielt. Es wird wahrscheinlich Qualität bringen. Bin echt gespannt. Nowotny vorher nie so wirklich wahrgenommen. Also Holtmann, das hat ja eingeschlagen. Ich glaube, das ist gut. Ja. Wir brauchen natürlich links hinten brauchen wir Verstärkung, wenn der Soares mal irgendwas hat. Da brauchen wir was. Und wünschen würde ich mir einen Stürmer. Noch einen? Ja, ich glaube... Aber wir haben doch jetzt 2. Und der aus Chemnitz gekommen ist, der Tarsis Bonga, der kann ja auch auf dem Pin spielen. Das wenn er 3. Weiß ich noch nicht, ob das so einschlägt. Okay. Nee. Okay. Natürlich hätte ich mir so vorgestellt, wenn so ein Terodde irgendwie sogar bereit ist, in der zweiten Liga zu kommen, dass wir den natürlich bekommen. Ne? Ja gut, okay, aber das ist halt Terodde's Entscheidung gewesen, keine Frage. Ja. Hat auch wahrscheinlich ein bisschen was Finanzielles damit zu tun. Riemann hat verlängert, finde ich gut. Ich persönlich, wie ist es eure Meinung? Bis 23, er hat sich ja gemausert. Ist eine Identifikationsfigur. Ne? Und kann polarisieren. Er identifiziert uns mit uns. Er polarisiert. Hat aber auch manchmal seine 5 Minuten, wo er nicht gut ausgerichtet hat, seine 5 Minuten. Genau, vielleicht mal zu weit zur Mittellinie gelaufen. Er spielt manchmal mal Neuer, was nicht immer so gut ist. Letzte Frage, dann müssen wir auch alle schon wieder rein. Ja. Wir haben ja diese Zeitfenster von einer halben Stunde. Tipp von dir? 3-1. 2-1. 3 Punkte reichen mir. Okay. Ja, das nehmen wir mit. Vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt und ein tolles Spiel. Danke.
Ja, heute Bochum gegen Osnabrück. Wir hätten den Sprung auf Platz 1 machen können. Dein Fazit zum Spiel? Naja, ging viel, war viel Kampf auf dem Platz. Wenn du in der ersten Halbzeit die Dinger machst, dann gehst du hier höchstwahrscheinlich als Sieger vom Platz. So war es in der zweiten Halbzeit. Eher ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften, was ziemlich im Mittelfeld abgespielt hat. Und am Ende ist das Unentschieden in Ordnung. Ja. Bochum hatte erst Halbzeit eine druckvolle, starke Phase mit 3000-Prozentigen. Woran meinst du, scheitert Tegan-Wula zweimal in einer 1000-prozentigen Chance? Ja, einmal am Pfosten, ne? Einmal am Torwart und den dritten habe ich nicht gesehen, aber auf Toilette. Okay, ja, da hört dazu. Aber meinst du, vom Kopf her ist er nicht frei oder woran nichts? Ach ja, gut, wer schon mal Fußball gespielt hat, weiß das selber. Und wenn du jetzt schon zwei Dinger nicht machst, dann machst du das dritte wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dann läuft das Spiel einfach gar nicht mehr. Ich hätte ihn einfach viel eher runtergenommen, muss ich einfach sagen. Ja. Wann war der Zug ungefähr runtergenommen? Ich denke mal in der Halbzeit. Halbzeit. Okay. Man weiß natürlich nicht, was in der Halbzeit gesprochen wurde. Glaubst du, dass Thomas Reis momentan ein bisschen zu spät wechselt, wenn er 5 Optionen hat? Ja, man muss halt gucken. Ich sehe ja dann nicht, was im Training passiert. Ich kenne die Neuzugänge noch nicht so richtig, ist schwer einzuschätzen. Ja. Was meinst du, woran liegt es, dass Bochum zweite Halbzeit eigentlich gar keinen Druck mehr richtig aufgebaut hat? Die waren zwar spielbestimmt, aber der letzte Pass, die letzte Energie in der Box oder so fehlte ja. Ja, ich denke mal, halt immer so, das zieht sich ja wie so ein roter Faden auch über die letzten Jahre, dass man halt nicht über 90 Minuten konstant auf den Platz bringt. Was man, da hängt natürlich auch noch ein bisschen mit dem Gegner zusammen. Es gibt Gegner, die liegen uns mit Sicherheit besser. Ich hatte schon kein gutes Gefühl, als ich hingegangen bin, muss ich ehrlich sagen, weil irgendwie habe ich an Osnabrück nicht so viele gute Erinnerungen. Ah, okay. Ja, also wollen wir mal hoffen, nächste Woche auswärts. Was denkst du, wie muss Bochum sich verändern zum Spiel hin? Ein bisschen einfach... der Ball muss besser laufen, ein bisschen mehr Zug zum Tor wäre schön. Dann machen wir vielleicht, man sieht das immer wieder, dass wir in den 16er reingehen und dann der letzte Pass doch nicht so ankommt. Da muss besser werden. Okay. Ja, heute gegen Osnabrück 0-0, wir hätten Platz 1 erreichen können. Euer Fazit zum Spiel, Olli? Ja, total ärgerlich, finde ich. Bochum hat eigentlich gerade in der ersten Halbzeit total gezeigt, dass sie die klar bessere Mannschaft sind und wenn du irgendwo oben mitspielen willst, musst du Osnabrück hier ganz klar schlagen. Ja. Klar, erste Halbzeit, dicke Chancen, ja. Und zweite Halbzeit war zu mau. Ja. Martin, glaubst du, Gan-Wula hat 2000% hier, die musst du als Stürmer machen? Ist er vom Kopf her nicht frei oder woran liegt's? Ich hätte es natürlich schnell so zusammenreimen, fände ich jetzt ein bisschen voreilig. Ich glaube nicht, dass er das extra macht, ne? Ja. Pfostenschuss oder dann auch, sah natürlich ein paar Situationen unglücklich aus, aber so eine Tendenz entsteht ja schnell. Ne? Ja. Würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Hat Reis vielleicht zu spät Nowotny gebracht? Was ist deine Meinung? Ja. Ja, wann meinst du? Generell zu spät gewechselt. Ja. Also so ein Spiel, wo du dominierst und einfach frischer Wind rein muss, um dann nochmal aufzuwirbeln. Nach 55, 60 Minuten muss er 2-3 Mal wechseln, kann er 5-mal wechseln. Zumal er hat ja 5 Optionen, genau. Er kann 5-mal wechseln. Dann muss der Blumen eher kommen. Ja, ja. Die Entscheidung, Gan-Wula so spät rauszunehmen, woran hat es gelegen? Hat er daran geglaubt, dass Gan-Wula noch so einen Lucky Punch vielleicht macht? Ich denke auch, dass vielleicht wahrscheinlich auch das Vertrauen da in den neuen Stürmer einfach noch nicht so groß ist. Gan-Wula knipst halt. Nimmst du in so einem Spiel, wo du unbedingt Tor brauchst, deinen Stammstürmer nicht vielleicht nach 60 Minuten. Gut, Gan-Wula ist ja auch ein typischer Wandspieler als Sturmspitze. Zweiten Stürmer, ne? Das ist so ein... Und Nowotny ist ja eher ein ganz anderer Typ. Okay, Bochum war zweite Halbzeit nicht mehr so druckvoll. Woran hat es gelegen? Stand Osnabrück zu gut oder war der Wille nicht so stark? Ja, wir haben eben auch schon uns darüber unterhalten, dass da irgendwie so ein bisschen so der Biss gefehlt hat. Warum auch immer. Vielleicht die Fans, ne, die den VfL lähmen. Ja. Siehe letzte Rückrunde, ne, als es dann ohne Fans gut lief. Ist natürlich eigentlich Quatsch, aber keine Ahnung, warum die da nicht... Schwierig, ne? Schwierig zu analysieren. Ja. Was muss Reis jetzt tun in dieser Woche, um im nächsten Spiel auswärts erfolgreicher zu sein? Was wäre eure Meinung? Ja, also ich finde auch, dass einfach noch mehr der unbedingte Wille zu spüren sein muss, ein Tor zu schießen in so einem Spiel. Okay. Da müssen einfach mehr Biss, mehr draufgehen, finde ich vorne. Ja. Oft dann erst zu spät und auch einfach zu viele unüberlegte Bälle in den Strafraum rein. Es sind oft, dass hohe Bälle in den Strafraum reinfliegen. Ja. Gute Fußballer dabei, zu wenig über die Zentrale, finde ich. Zui heute eher ein Totalausfall. Genau. Obwohl er ein super Fußballer ist. Super Fußballer kommt in so einem Spiel nicht zur Geltung. Viel zu wenig zur Geltung, da muss mal ein Schnittstellenpass kommen.
da. Okay, dann sage ich vielen Dank für eure kurze Analyse. Kommt gut nach Hause. Ja, danke gleichfalls. Danke.